Sie sind Kanadierin. So you're Canadian. Aber Sie haben sich hier sehr in ein griechisches Umfeld begeben. Yourself into a Greek environment. In die Antike. Yes. 4000 yes. Jahre zurück. Yes. Und da gibt es im 22. And Gesang der Odyssee. Eine berühmte Stelle. Und da wird gezeigt, wie die Mägde aufgehängt werden. Und wie die fliegenden Vögel, die Drosseln oder die Tauben in die Schlingen geraten. Also hingen sie dort mit den Häuptern nebeneinander, zappelten noch ein wenig, aber nicht lange. Das ist ganz berühmt. Odysseus, Penelope. Ulysses, Penelope. Beschreiben Sie einmal dieses Verhältnis. Describe to us the relationship. The relationship is, she must have been very young. Das Verhältnis ist, dass sie einfach sehr jung gewesen sein musste, als sie heiratete. From time to time we forget. Aber manchmal vergisst man, dass Penelope die Cousine war von Helen von Troja. Und das war eigentlich nur die zweite Wahl von Odysseus. Er wollte eigentlich Helena heiraten, wie jeder andere auch. Aber er war einfach nicht in der Lage, das zu machen. Und er bekam halt stattdessen Penelope. Sie war ziemlich intelligent, aber eben nicht so hübsch wie Helena. Es heißt bei Ihnen, meine Ehe war eine arrangierte Ehe. Ein Acker heiratet den anderen. Natürlich, all diese königlichen Hochzeiten waren ja arrangierte Hochzeiten, genauso wie auch in Europa, ja bis vor kurzem eigentlich. Denn man heiratete ja nicht eine Person, sondern einen Namen oder viel Geld oder eine Position oder die richtige Person, die praktisch die von den richtigen Erben hervorbringen würde. Und weil Penelope eine Prinzessin war, war eben die Heirat auch arrangiert. Und jetzt gibt es eine Hochzivilisation im Osten, Troja. Und es gibt hier neue Piraten. Das sind die Griechen. Ja, genau, die Griechen waren Piraten. Die waren im Grunde wie die Wikinger. Die Wikinger, die hatten eigentlich mit den Griechen viel gemeinsam. Die lebten auf See, die haben Dinge geklaut, die haben Menschen gestohlen. Das war eigentlich bei allen Zivilisationen so, das war bei Troja auch. Die haben ihre Sklaven bekommen, entweder durch Krieg oder dadurch, dass sie Städte überfallen haben und Leute verschleppt haben. Jetzt wird diesen Räubern eine Frau gestohlen, Helena. Now a woman, Helena, is stolen of these thieves. Yes, well, bei Seduction. Ja, genau. Ja? One story is that they stole her. The other eine Geschichte ist ja, dass sie geraubt wurde. Aber dann heißt es auch wieder, dass sie gern mit Paris losgezogen ist nach Troja. Und Paris und Helena waren einfach sehr hübsche Menschenkinder. Und Helenas Mann war einfach nicht besonders hübsch. Ein Gewaltherrscher. He was a violent ruler. Ja, genau. Man sagt, dass er rote Haare hatte und eine ganz laute Stimme. Und er war nicht gerade intelligent. Aber er war reich. Und deswegen gab man ihm Helena. Bei der Hochzeit von Helena sollte es einen großen Kampf geben zwischen den Freiern. Und Odysseus hat das verhindert. Er war sehr intelligent, er wusste, wie man Dinge macht. Er war sehr intelligent und hat sich etwas überlegt, dass die alle einen Eid geschworen haben, vor einem heiligen toten Pferd. Wenn jemand Helen stehlen würde von ihrem Ehemann, dann würden all die anderen ihm helfen, sie wieder zurückzukriegen. Und das war eigentlich Odysseus Idee ursprünglich, und der Vater von Helena hat dann Odysseus geholfen, bei dem Rennen zu mogeln, wo es darum ging, wer Penelope bekommt. Er muss gemogelt haben, denn alle Quellen sagen, und selbst die Bilder von ihm zeigen ja, dass er kurze Beine hatte. Also
das war ein Wettrennen, wo einfach gemogelt wurde. Er muss einfach gemogelt haben. Und so hat er Penelope bekommen. Und deswegen, als dann der Krieg entstand, versuchte er natürlich rauszukommen. Er versuchte darzustellen, dass er verrückt wäre, aber schließlich musste er doch in den Krieg. Und dann gab es ein Orakel, ich liebe dir. Und ein Orakel sagte, durch ihn würde dieser Krieg gewonnen, durch Odysseus. Und kein anderer könnte das zustande bringen. Und wir wissen, dass, also er hat ja immer tolle Pläne. Er war so ein bisschen wie ein kleiner Erfinder. Er hat ja sich dieses trojanische Pferd ausgedacht, mit dem man eben die Leute nach Troja reingeschmuggelt hat. Und er hat eben durch List die Tore für sich geöffnet und dann haben sie halt die Stadt angezündet, die Männer getötet, die Frauen geraubt, wie auch die Wikinger das machen würden, nicht? Das war das typische Verhalten der Griechen. Aber die Mutter der Intelligenz ist die Vorsicht. The mother of intelligence is caution. Und Odysseus, ja, stellt sich dumm. Ulysses und pretends to be crazy. Und auf dem Acker zieht er seinen Flug. Field, he draws his plow across und da the legt field. Der Bote, ja, and sein this, Kind, this messenger, ja, in die Furche. His child into, und into die the field überfährt in front er, diesen Sohn überfährt er nicht. And he does not pull the plow across or push the plow that's across right. his son. The son ja, genau. We have to say is a baby at this point. Das, der Sohn ist ja erst noch yes. Ein Sohn, Telemach. Yes. So that's how it was discovered that he wasn't crazy. Und so stellte man fest, dass er nicht verrückt war. Und deswegen sagte man, gut, dann kannst du auch nicht schick gehen. Und manchmal sagen oder sind die Akademiker erstaunt über das Verhalten von Telemach gegenüber Penelope, seiner Mutter, als er da ein Teenager wird. Und ich bin da eigentlich nicht so erstaunt. Er ist ein Teenager. Natürlich behält er sich so. Warten heißt ein weiteres Kapitel. Waiting is another chapter heading. Ja, genau. Ich dachte 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. In einem Kapitel. Ist ja eigentlich, sie kann ihn eigentlich auch gar nicht mehr erkennen. Well, actually, she cannot even recognize him. Well, she could recognize him. Also sie konnte ihn erkennen, wegen der kurzen Beine. She recognized his shape. Also sie hat seine Form wiedererkannt. Und wegen des Bettes. And because of the bed. Yes. Sie wusste, dass das Bett aus einem Baum gehauen bed, ist. Was, hacked from welche one Geschichten tree. Eingeschnitzt and sind. She knew the stories. She knew the stories that were carved into the bed. Yes, that's the story ja, genau. of the Odyssey. Das ist die Geschichte der Odyssee. Meine Geschichte ist ja, dass sie ihn erkannt haben muss. Selbst in Verkleidung konnte er seine Füße nicht länger machen, seine Beine nicht länger machen. Und sie hätte natürlich vorgeben können, dass sie nicht erkannt. Denn jeder Mann verkleidet sich natürlich so, dass es für die Frau so aussieht, dass er sehr intelligent ist. Und da hat sie ihn gar nicht erkannt. Ansonsten hätte er sich ja dumm gefühlt. Die Version, dass Menschen einander wiedererkennen an ihrer Schwäche. Nicht aufgrund ihrer Stärke. Nicht der Held kehrt zurück. Das ist aber der Kern der Odyssee. Es ist ein armer, nackter Mensch, der hier an die Küste geschwemmt wird. Das ist die einzige Qualität. Ein Mann am Nullpunkt. A man at well at point zero. Reached the bottom. Yes, but that's true. But, ja, genau, das stimmt. He has one other quality. His cleverness. Aber er hat noch eine Qualität. Er ist ja clever. Und deswegen hat Athene ihn immer als Favoriten betrachtet. Sie lügt sogar darüber, wer er ist. Sie sagt, oh, du bist ja so klug, deswegen bist du mein Favorit. Und sie lügt so wunderbar. Und da gibt es die tolle Szene in der Odyssee, wo er zurück ist, wo sie sich dann wiedererkennen. Und dann gehen die ins Bett, in dieses berühmte Bett.
Und diese beiden, die im ganzen Buch nur gelogen haben, die erzählen einander dann die Wahrheit. Sie sagen, das ist ein sehr schöner Satz von Ihnen. Sie geben nicht vor, dass sie sich glauben. Wir zwei Menschen, die aufgrund ihrer Erfahrung immer gelogen haben. Ja? Eine sehr schöne Kombination. Ja, genau, die passen gut zueinander. Die passen sehr gut. Er belügt Leute auf anderen Inseln und sie belügt die Freier. Sie müssen das nicht. Aber sie können es einfach sehr gut. Die Freier fressen sich voll. Now the suitors are eating a lot. Yes, the suitors are eating. We have an expression ja, genau, die Freier, auf Englisch sagen wir, die fressen ihr praktisch das Haus und den Hof weg. Also die fressen praktisch die Substanz von Odysseus, denn der Wohlstand wurde damals in Tieren gemessen. Das war das Wichtigste. Also die essen die ganzen Tiere auf, die ganzen Haustiere. Und sie wollen Penelope zwingen, dass sie einen der Freier heiratet. Und manchmal heißt es, es waren 108, manchmal heißt es 112, manchmal sind es 120 Freier. Aber ich glaube, die kamen und gingen. Manchmal waren mehr, manchmal waren weniger da. Und die aßen einfach ganz viel. Und die sind auch wesentlich jünger als Penelope. Und die haben Odysseus wirklich nicht wiedererkannt. Denn als er wegfuhr, da waren sie noch Babys. Also sie hat diese jüngeren Männer da, die 20 sind oder so oder noch jünger. Und die verköstigen sich jetzt da alle. Und die wollen sie heiraten und sie planen praktisch, ihren Sohn zu töten. Das ist eine ganz schlimme Situation für sie. Das heißt, wenn man es heute übersetzt, ein Tycoon kommt zurück und sieht, dass sein Großunternehmen, sein Konzern, im Besitz von jungen Ökonomen ist. Ja? Und einmal noch begeht er Rache. Das ist Ulysses. Ja, er muss sie töten, denn wenn er sie nicht tötet, dann würden sie ihn töten. Und es gibt viel mehr von ihnen, und er ist einfach allein. Er ist also nicht schuldig, sie getötet, sie gemordet zu haben, aber nachdem er die Freier getötet hat, hängt er diese 12 Mägde auf. Die Mägde von Penelope. Und ich habe mit 15 zuerst die Odyssee gelesen. Und dass diese Mägde aufgehängt wurden, das hat mich immer irgendwie geärgert. In meinem Buch gebe ich den Mägden eine Stimme. Es gibt zwei Erzähler. Einmal Penelope, das andere. Das ist ein kollektiver Erzähler. Das ist der Chor der zwölf Mägde. Ja, genau. Der Chor der 12 Mägde. Und Sie vergleichen ihn mit den 12 Jüngern. Ja, 12 ist eine wichtige Zahl in unserer Kultur. Es sind 12 plus die kommenden und gehenden 13. Also 12 Apostel plus Penelope. Also 12 Tage vor Weihnachten und Weihnachten selbst. Also 12 ist wichtig. Aber die 13 kommt auch in den 4 rein. Besteht aus 12 Gruppen. Is made up of groups of 12. 12 Monate. Wir haben 12 Monate im Jahr. Aber eigentlich 12 Planeten wird es geben, wenn wir richtig nachsehen. Den 10. haben wir jetzt gerade gefunden. Ja, dann sollte man anfangen zu zählen. Es werden 12 sein irgendwann. Und dann wird man irgendwann argumentieren, ob es nicht nur einen 13. gibt. Also 12 plus einer. Der 13. kommt und geht. Das ist der versteckte 13., die versteckte 13. In dem Kapitel mit der Anthropologie-Vorlesung haben wir 12 Mägde plus Penelope. Sie war die versteckte 13. Und wir haben dann die Mondtöchter und die zwei Mondmägde. Das wäre praktisch die anthropologische Interpretation des Hängens dieser 12 Mägde. Aber die 13. Fee, ja, das ist etwas sehr Gefährliches.
Und im Märchen von Dornröschen versetzt sie das ganze Reich in einen tausendjährigen Schlaf. Fairy tale, the whole empire falls to a thousand years sleep. Das heißt, zwischen den 12, die man gerade noch töten kann, und der 13., der Rächer, ist ein gefährlicher Unterschied für die Männer. For the man, at least. Yes, the 13th is always the important one. Ja, die 13 ist immer die wichtige Figur. Und im Christentum haben wir die 12 Apostel plus Jesus. Und dann hat man die 12 Apostel minus Judas. So Judas in that case is the dangerous 13. Judas ist da eigentlich der gefährliche 13. in dem Fall. Hier mit ihrem Gleichnis, dem Chor der 12 Mägde. With your parable of the choir of the 12 maidens. Ist ja eine Anspielung auch auf Norma von Bellini enthalten. First in a way to Norma of Bellini by Bellini. Or Priesterin des Mondes. The priestess of the moon. Betrogen von dem römischen Okkupator. Als wäre sie eine Geliebte im Irak. Well, this is stretching it a little. Ja, das geht vielleicht ein bisschen weit. But it's true. Aber es stimmt. The goddess cults. Diese Göttinnenkulte. With the coming of the Achaean Greeks. Die kamen mit den Griechen aus der Ägäis und die wurden dann von diesen Götterkulten überwältigt. Und vorher hatten sie ja mehr so Göttinnen und dann kamen diese männlichen Götter. Zeus wurde dann der Kopf des Ganzen und die Göttinnen wurden praktisch eine Stufe runtergestellt. Hier gibt es ein ganz entscheidendes Kapitel. Odysseus und Telemachos machen die Mägde kalt. Kill the maids. Wie machen sie das? How do they do it? How do they do it? Well, it's really quite awful. Es ist ziemlich schlimm eigentlich. Zunächst mal, Penelope schläft ja. Penelope schläft also ziemlich lange während der Odyssee. Sie schläft durch die ganzen Geschehnisse durch, kann nichts verändern. Also diese Mägde sind übrigens Sklavinnen, nicht? Also Mägde ist eigentlich ein Euphemismus. Also sie töten all die Sklavinnen. Warum? Weil die Freier sie vergewaltigt haben. Und einige benutzen sie, sind Sachen. They use them, they're just chattel. Ja, genau. Das sind Eigentum. Aber man konnte das nur mit Einwilligung des Hausherrn machen. Also er hätte das anordnen können, aber die sind alle vergewaltigt worden. Also sie haben das Essen gegessen und die Mägde vergewaltigt und jetzt wird die Durst werden. Da suchte sich 12 aus und mit Hilfe der Obermagd, die da ganz wichtig war, er wählt 12, sagt ihnen, dass sie zunächst mal die toten Freier wegräumen müssen, den Boden säubern müssen, das ganze Blut wegwischen müssen und so weiter. Und Telemach bekommt dann die Aufgabe, die in kleine Stücke zu schneiden mit Schwertern. Aber stattdessen hängt er sie alle mit einem Schiffstau in einer Reihe auf. Also mit einem Zug an diesem Schiffstau kann er die alle auf einmal aufhängen. Und die hängen da alle eine neben der anderen. Und da scheint der Autor der Odyssee Sympathie zu fühlen, Mitgefühl zu fühlen für diese Mägde. Denn die Szene, die wird mit einem gewissen Mitleid für die Mägde beschrieben. Das ist die subjektivste Stelle. Point in the book. In diesem modernen Drama Odyssee. In der Ilias wäre es unmöglich. Da wäre es eine Frage der Bilanz. Also Balance Sheet. Aber hier in der Odyssee, das ist das erste menschliche. Ich würde nicht sagen, das Erste, aber das ist näher an einem Drama aus dem 20. Jahrhundert als vieles andere. Das Herz. Manche sagen, dass die Odyssee der erste Roman ist. Dass es nicht nur ein langes Gedicht ist, sondern auch der erste Roman. Und wenn man darüber nachdenkt, wie das arrangiert ist, dann ist das ziemlich ähnlich einem Film.
Man hat da praktisch auch Schnitte drin. Wir sehen Odysseus, dann Schnitt und zurück zum Palast. Und was passiert da? Schnitt, Odysseus. Und er kommt näher. Schnitt, Palast. Und Penelope hat eine tolle Idee. Schnitt, Odysseus. Und so geht das mit den Schnitten. Und das ist sehr, sehr schön zusammengestellt. Dann gibt es einen Chor, der Prozess des Odysseus auf einem Videotape der Mägde. Dieser Prozess ist ganz besonders interessant, wie ein Kriegsverbrecherprozess. Ja, genau. Wenn man die Odyssee liest, dann sagt Odysseus selbst, meine Mägde sind vergewaltigt worden. Dann sagt er, die haben sich da praktisch meine Mägde da geschnappt. Er weiß, dass sie nicht einfach mit den Freiern ins Bett gesprungen sind. Das andere Verbrechen ist, dass sie sagten, sie dachten, er wäre ein alter Bettler und sie haben ihn entsprechend behandelt. Und sie haben irgendwelche unnetten Sachen zu ihm gesagt, aber jeder würde das machen, jeder hätte das gemacht. Also warum sind sie wirklich gehängt worden? Wenn man darüber nachdenkt, dann ist es mehr wie ein Ehrenmord. Nicht? Die Frau wird vergewaltigt, es ist völlig egal, wer Schuld hatte, man muss sie loswerden, weil sie einfach die Ehre befleckt. Und das ist eigentlich viel mehr in dem Sinne zu sehen. Und man kann sich vorstellen, Telemach, der hatte natürlich auch diese Idee. Da waren hübsche Mädchen, er war Teenager und die Freier waren größer und stärker als er. Und sie haben praktisch sich die ganzen Mädels geschnappt und er war ziemlich sauer auf die Mägde. Da gab es etwas, was er nicht bekommen konnte, aber die Freier. Aber in meiner Version ist es so, dass die Mägde Favoritinnen von Penelope gewesen sind. Wenn sie es nicht gewesen wären, dann hätte man die rausschließen können aus dem Gebäude. Und sie war wirklich verärgert über ihr Verhalten. Sie hätte sie bestrafen können. Sie tut es aber nicht, nirgends in der Odyssee. Wenn die Liebe lernt. Ja. Nun, die Frauen, die lieben ihn. Die Frauen lieben ihn einfach, in der Ilias und der Odyssee. Die Frauen helfen ihm immer, die Göttinnen zum Beispiel. Und die Prinzessinnen, die helfen ihm auch, die retten ihn ja von dem Strand. Sie sagt, mach dir nichts über meinen Vater. Meine Mutter weiß schon, was zu machen ist. Und eine weibliche Göttin, Athene, hilft ihm die ganze Zeit über. Und natürlich Penelope ist seine treue Frau. Und sogar Helena mag ihn. In der Ilias, da schmuggelt er sich rein in den Palast von Troja. Und Helena verrät ihn nicht. Also sie gibt ihm ein Bad. Nicht? Sie badet ihn und es macht ihm sehr viel Spaß. Also, er musste schon sehr verführerisch gewesen sein. Er hatte eine tolle Stimme. Kurze Beine, wunderbare Stimme. Lügen haben kurze Beine. Tatsächlich. Nein, kommt das von Odysseus? Ein Volkssatz aus dem Mittelalter. Es ist just a proverb from medieval times. Very good. Das ist klasse, ja.